Dank Feng Shui mehr Leistung und Energie. Ob daheim oder auf der Arbeit, ihr gehört den Erfahrungsbericht bei uns im Talk. Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zur Sendung rund ums Wohnen und Wohlfühlen. Mit Feng Shui 50% erfolgreicher sein. Das spricht der Markus Gerber aufgrund von eigener Erfahrung. Erfolg und Zufriedenheit mit Feng Shui um 50% verdoppelt, das ist ein Zitat von euch. Ist das nicht ein Marketing-Spruch? Auf der einen Seite machen wir eine klare Aussage, auf der anderen Seite können wir ganz klar den Nachweis bringen. Aufgrund der Statistik, die wir führen, wo wir ganz klar feststellen, dass wir im dritten Quartal, von dem Moment an, wo wir das Büro eingerichtet haben, die Farbe definiert haben, die Farbe so gestrichen haben im Büro, ganz klar können feststellen, von dort weg haben wir einen extremen Zuwachs gehabt. Also die Arbeitszeit fängt schon besser. Was habt ihr denn genau gemacht im Büro? Das sind natürlich verschiedene Elemente. Auf der einen Seite sind die Malerarbeiten, dass nicht einfach alles nur weiss ist, sondern farbige Trennungen drin sind, lange Räume gebrochen werden, dass die Energie in diesem Raum innen bleibt und nicht einfach wegfließt. Auf der anderen Seite die Bepflanzung natürlich auch. Pflanzen, die nicht einfach messerscharf sollen sein, sondern weiche, runde Pflanzen, die das Licht und die Energie auch wieder ein bisschen durchbrechen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch das Wasser ein sehr starkes Element, wo wir da auch sicher drauf kommen. Und die ganze Energie, die nachher drinnen bleibt, mit der Wand, mit Brunnen, mit Pflanzen, man spürt das förmlich, dass es eben drinnen ist und nicht einfach rausgeht. Und für das habt ihr eine Beratung in Anspruch genommen oder habt ihr einfach aus Büchern rausgelesen und gewusst, ja, diese Farbe wäre jetzt gut für mein Büro? Also ich habe sicher mal Bücher gelesen über das, aber man hat die Fähigkeit ganz klar nicht, das können wir nur aufgrund von Büchern einfach selber erarbeiten. Mit Martin Auer, der bei mir Untermieter ist, der ausgebildet ist auf dem, haben wir das ganze Büro wirklich analysiert, wo was genau herkommt. Und die Beratung habe ich so entgegengenommen und da zu 100% umgesetzt. Also der, der jetzt ein bisschen kritisch eingestellt ist, der sagt jetzt ja, ein bisschen Pflanzen, ein bisschen andere Farben, die Wänge, und er redet hier von mehr Energie. Kann man das irgendwo nachweisen, die mehr Energie? Ja, es gibt zwei Arten. Die einen, die kommen und sagen, ja, weisst du, das ist schon gut, das fängt mit. Wer daran glaubt, oder? Aber auf der anderen Seite, wenn ich den sage, steh mal dort her und ich mache ein Element einfach weg, man spürt das, dass die Energie zu diesem Raum ausgeht. Der Hinst und der Lesch sagt nachher am Schluss, mal, es ist wirklich etwas dran. Und wir haben so einen Rosenquarzsteinbrunnen, wo unten Wasser durchkommt, und über eine Glaskugel, die dreht. Und ich stelle fest, wenn ich Leute im Büro inne habe, ein Gespräch, das man vielleicht noch nicht damit pfeift, dass die Kugel auf einmal bleibt stehen. Und wenn die Leute zum Büro ausgehen, fährt die Kugel wieder an verdrehen. Und so kann ich das eigentlich auch feststellen, die positive und die negative Energie, die vorhanden ist. Ihr seid überzeugt von Feng Shui, heisst es so, daheim habt ihr euch alles umgestellt auf Feng Shui? Das ist ein Prozess, der etwas länger geht. Wir haben jetzt das Ganze hat man analysiert. Wir werden im Mai mit Martin Auer wieder zusammenhocken, wo wir genau schauen, was wir umsetzen wollen. Und ich bin überzeugt, dass man dort wieder sehr viel Energie wieder herbringt. Merci vielmals, Markus Gerber, für die interessanten Ausführungen.